Okay, liebe Leute, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Die gute Anne hat sich ganz schön verändert. Damit das niemand merkt, machen wir jetzt das Licht aus. Das war natürlich völliger Quatsch. Neben mir sitzt heute Markus. Und der erzählt euch jetzt was. Oh, mein Einsatz. Ganz genau. Ich möchte von euch, dass ihr das Licht ausmacht. Diesen Samstag, dem 24.03. und zwar ab 20.30 Uhr für mindestens eine Stunde. Denn dann findet wieder die Earth Hour statt, die größte Umweltschutzaktion auf der Erde. Moment mal. Du setzt dich jetzt hier hin und sagst den Leuten, dass sie übermorgen das Licht ausmachen sollen? Ich glaube, du musst es jetzt nochmal erklären. Ganz von vorne. Okay. Also, damals, vor 13,8 Milliarden Jahren, da sind gemeinsam Raum und Zeit und Materie aus einer ursprünglichen Singularität entstanden. Stopp. Nicht ganz so weit von vorne. Erklär doch mal den Leuten, warum sie bei der Earth Hour mitmachen sollen. Ach so. Also die Earth Hour, die Stunde des Planeten, ist eine jährliche Aktion, die weltweit stattfindet und bei der Millionen Menschen und tausende Wahrzeichen für eine Stunde das Licht ausmachen. Ich bin Campaigner beim WWF und möchte, dass so viele Menschen wie möglich mitmachen. Also, mach das Licht aus am Samstag. Jetzt warte mal, Markus, so einfach ist es nicht. Du musst unseren Zuschauern da draußen schon gute Gründe liefern, warum sie das Licht ausmachen sollen. Das sind nämlich sehr kritische Geister. Kein Problem. Dass es den Klimawandel gibt, wissen wir seit über 20 Jahren. Was viele Leute bis heute aber nicht wissen, ist, dass der Klimawandel dramatische Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen und auf gesamte Ökosysteme hat. Und das ist etwas, was jeden, der ein bisschen sich für Umweltschutz interessiert, wirklich zu denken geben sollte. Ja, das stimmt. Es gibt eine neue WWF-Studie, die zeigt, mit welcher rasanter Geschwindigkeit das Artensterben vorangetrieben wird. Diese Studie haben wir übrigens in der Videobeschreibung verlinkt und 5 Fakten für euch herausgesucht, die wir euch jetzt präsentieren möchten. Eine WWF-Studie hat 35 sogenannte Hotspots untersucht. Das sind Regionen, in denen es besonders viele Tier- und Pflanzenarten gibt. Und wenn wir so weitermachen, also wenn wir nichts gegen die Erderhitzung tun, dann wird die globale Temperatur in diesem Jahrhundert um ca. 4,5 Grad steigen. Und das würde das Aus für jede zweite Tier- und Pflanzenart in diesen Hotspots bedeuten. Und das ist ganz schön krass. Ihr kennt das. Im Sommer, wenn es so richtig heiß ist, sucht man sich gerne ein kühles Plätzchen. Ähnlich geht es vielen Vögeln und Säugetierarten. Denen wird es langsam zu heiß und sie suchen sich kühlere Regionen, in denen sie leben können. Das Problem, die Pflanzenarten, die sie bisher fressen, können sich gar nicht so schnell an den Klimawandel anpassen und in diese Regionen aufvordringen. Heißt, den Vögeln und den Säugetieren fehlt plötzlich das Futter, was sie bisher gegessen haben. Zum Beispiel beim großen Panda, denn der ernährt sich hauptsächlich vom Bambus. Doch dieser kann nicht schnell genug mitwandern. Kurz gesagt, kein Bambus, kein Panda. Unsere Meere werden durch die Erderhitzung nicht nur wärmer, sondern auch saurer. Und das liegt an der steigenden CO2-Konzentration. Und wenn das Wasser immer wärmer und saurer wird, ist das schlecht für den Krill. Krill sind Krebse, von denen sich zum Beispiel der Blauwal, das größte Säugetier der Erde, ernährt. Das heißt, wenn wir nichts gegen die Klimakrise unternehmen, dann findet der Blauwal nichts mehr zum Fressen. Heißt das jetzt, dass die Krillsaison ins Wasser fällt? Im südwestlichen Australien werden 90% der Frösche und 75% der Pflanzenarten in den nächsten 60 Jahren ausgestorben sein. Stellt euch das mal vor, 9 von 10 Fröschen sind weg. 75% aller Pflanzen, die da heute wachsen, werden nicht mehr sein, wenn wir so weitermachen wie bisher und den Klimawandel nicht stoppen. In den kommenden Jahren werden Dürren, beispielsweise in Teilen Afrikas, immer häufiger und gravierender sein. Das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Menschen vor Ort und auch auf viele Tierarten, die einfach kein Wasser mehr finden. So zum Beispiel der afrikanische Elefant oder der afrikanische Wildhund. Also ehrlich gesagt, dass die Erderhitzung so krasse Auswirkungen auf das Artensterben hat,
Das war mir bislang noch nicht bewusst. Ja, ich glaube, das geht vielen so. Und umso wichtiger ist es, dass wir wirklich allen Menschen klar machen, dass wir endlich handeln müssen, um den Klimawandel aufzuhalten und dass wir immer noch genügend tun können. Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber du bist ja jetzt eigentlich hier, um die Leute zum Mitmachen zu bewegen. Also, dass sie eine Stunde am Samstag das Licht ausmachen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Was hat denn jetzt das Licht ausschalten mit dem Artensterben zu tun? Naja, also natürlich werden wir den Blauwal, die Frösche, den Panda nicht damit retten, dass wir jetzt im Dunkeln sitzen. Klar, aber es geht darum, Aufmerksamkeit zu erregen. Es geht darum, ein Zeichen zu setzen und den Menschen da draußen begreiflich zu machen, dass der Klimawandel ein Artenkiller ist. Und dafür brauchen wir euch. Wir brauchen viele Menschen, die gemeinsam das Licht ausmachen, damit sich diese Botschaft verbreitet und Menschen wissen, wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun. Das heißt, das Licht auszumachen ist eine symbolische Aktion. Ganz genau. Und als nächstes geht es darum, sich auch weiterhin für den Klimaschutz zu engagieren. Geht dafür beispielsweise auf unsere Earth Hour-Seite, um mehr zu erfahren, was ihr tun könnt. Und ansonsten habt diesen Samstag viel Spaß im Dunkeln und bei Kerzenschein mit euren Freunden und Familien. Esst was Leckeres, spielt ein Spiel, unterhaltet euch und habt viel Spaß. Macht ihr mit bei der Earth Hour? Und was werdet ihr machen, wenn eine Stunde das Licht aus ist? Schreibt uns in die Kommentare. Und wenn ihr auch findet, dass das Artensterben unbedingt verhindert werden sollte, dann lasst uns ein Like und ein Abo da. Bis bald. Bis bald. Tschüss.